Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei NCIS. Ich hoffe, ihr habt die letzten Folgen verfolgt und wir sind immer noch im Irak in der dritten Episode unterwegs, Machtmissbrauch, und starten jetzt das Verhör, das wir anscheinend mit Dr. Donald, genannt Ducky Mallard, durchführen. Gut, also wir wollen bei der Autopsie assistieren, dürfen aber wahrscheinlich nicht. Also, Dr. Marx sagt aus, dass Commander Premise befahl, die Leiche zu bewegen. Der müsste doch wissen, dass man das nicht darf. Leiche wurde auf Befehl bewegt. Also, oh, das könnten belastende Aussagen werden gegen Commander Premise. Ich wollte die Dame ja nicht unterbrechen, aber Beweisdetails. Dr. Marx hat gesehen, wie Commander Premise Dokumente aus Captain Huskers persönlichem Safe entnahm. Na, wo das mal hinführt. Und noch eine kurze Anmerkung am Rande: dafür, dass diese Folge im Irak spielt, muss ich sagen, ist die Autopsie dort wirklich gut ausgebaut. Meine Güte. Gut, das Verhör ist beendet, aber die Dame kommt mir auch ein wenig suspekt vor. Und jetzt sind wir wieder in Washington, weil wir wechseln zu McGee. So, also wir sollen einen Background-Check von Commander Premise machen. Na, machen wir das doch. So, Zugang gewährt. So, persönliche Daten. Captain J.J. Husker, Camp Crystal, Marinebasis, Irak. Gut, alles klar. Telefonnummer wird nicht so wichtig sein. Gut. Dienstzuteilungen. Camp Crystal, Irak, Norfolk, Marinebasis, Virginia, USA, Marine-Luftwaffenstützpunkt Misawa, Japan und Marinebasis Mayport, Florida. Dürfte auch nicht so wichtig sein. E-Mails.
Von Jesse, das scheint seine Frau zu sein. Betreff vermisst dich. Und von James, betreff was geht. Die schauen wir uns doch mal an. Nee, das war die falsche. Das war auch die falsche. Gut, also scheint es damit... Ah, einige disziplinarische Bemerkungen. Militärische Führungsakten zeigen, dass Commander Primus und Captain Husker schon früher Auseinandersetzungen hatten. Commander Primus hat Husker geschlagen. Okay. Captain J.J. Husker. Profil Captain J.J. Husker. Verstorben. Offizier der Navy. Vorher Befehlshaber im Camp Crystal. Führte oft geheime Missionen auf Feindgebiet durch. Okay, also Commander Primus hatte definitiv ein Motiv, Captain Husker zu töten. Neues Ziel, gehen Sie zur Ermittlungstafel. Natürlich, hier oben haben wir das noch gar nicht gemacht. So, kombinieren Sie die passenden Beweise. Also, die Leiche wurde auf Befehl... Nee, das geht nicht. Auch nicht. So. Also, die Leiche wurde auf Befehl bewegt. Die Leiche wurde auf Befehl von Captain Primus bewegt. So, die Leiche wurde vom Büro ins Schlafquartier gebracht, und zwar auf Befehl von Commander Primus. So, weiter geht's. So, Dokumente wurden von Primus entnommen. Commander Primus entnahm die Dokumente an dem Tag an sich, an dem Captain Husker getötet wurde. So, der ist auch beendet. Und jetzt das noch. Primus könnte mit Husker gestritten haben. Also ist Primus unser Hauptverdächtiger. Basierend auf den Führungsakten und den Anzeichen für einen Kampf am Tatort muss Commander Primus als Hauptverdächtiger gelten. Wusste ich doch. So. Und damit haben wir die Beweise kombiniert. So, das heißt, wir dürfen jetzt wohl eine Befragung mit Commander Primus durchführen. Ja. Gut, dann machen wir das doch mal. Verhör starten. Nein. Lüge, Lüge, Lüge. Lüge, Lüge, Lüge.
Für ein Arschloch. Falsch und kein Kevbar mehr. Gut, dann müssen wir die Befragung wohl neu starten. Dann machen wir das nochmal. Ja, das kennen wir ja jetzt alles. Wir hören es uns aber gern nochmal an, weil erstens mag ich den Typen nicht und zweitens hat er definitiv gelogen. Natürlich hat er. So, mal zwischendurch einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, haben wir schon gehört. Haben wir alles schon gehört? Ich überspringe das jetzt ein bisschen. So, welches Beweisstück beweist, dass das eine Lüge ist? Das haben wir probiert, das haben wir probiert. Das ist auch falsch. Dann kann es hier nur noch eins sein. Das ist auch falsch. Das ist ja wohl blöd. Wie können alle vier Beweise falsch sein? Naja. Wie gesagt, ich probiere das nochmal und mache aber da jetzt einen Schnitt, damit ihr euch das nicht zum dritten Mal anschauen müsst. Und wenn es weitergeht, sind wir direkt wieder da. Ne? Und ja, ich muss sowieso mal auf die Folgenuhr gucken. Hoffe, es hat euch bis hierher ein bisschen gefallen. Ja? Wenn ja, dürft ihr das Video gerne positiv bewerten. Ja, wenn nein, dann lasst es einfach sein. Ne? Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr dann demnächst wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play NCIS Naval Criminal Investigative Service. Ja, macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann.